Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your sound, your style, your speakers. Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen. Cinecast 72 ist vor uns und ich hoffe, ihr habt die letzten heißen Tage jetzt hier im September noch genießen können, denn damit beginnt ja klassischerweise so langsam auch die große Herbstphase der Kinofilme bis in November, bis dann auch der nächste Potter-Ableger in die Kinos kommt. Und ja, ich habe mir gedacht, ich hole mir mal wieder richtig einen Experten dazu. Er ist ja im Endeffekt schon, ja, man kann schon sagen, Inventar vom Cinecast. Er ist ja schon deutlich mehr als nur ein Gast. Und darum begrüße ich ihn auch wieder hier an meiner Seite. Ich freue mich sehr und ich denke, unsere Zuhörer auch, die dich schon sicherlich vermisst haben und deine Einschätzungen zur aktuellen Film, nämlich, hallo, lieber Peter. Hallo, ich freue mich auch, da wieder bei sein zu dürfen und es ist ja, wie gesagt, schon ein paar Tage her. Umso schöner, denn jetzt haben wir wieder was zu besprechen, ne? Genau, du, wie gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, bist du immer, immer gerne eingeladen, das weißt das du ja. Das freut mich wirklich. Genau, lass uns loslegen. Oh, da ist schon einer richtig wild. Ja, Peter, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja. Ich frage ja immer ganz gerne, was hast du denn zuletzt gesehen? Zuletzt, da sprichst du eher einen wunden Punkt bei mir an, weil ich muss immer überlegen, wenn ich es mal nachschlagen, wo ich zuletzt drin war. Und ich schlage jetzt wirklich ganz stumpf mal in meinem Buch nach. Und ich muss dir sagen, ich war der letzte Film, der mich wirklich am Beginn nicht begeistert hat, aber Abgeschnitten habe ich gesehen, nach Fitzek, diese Fitzek-Verfilmung, im Doppelpack mit 25 km/h. Also eine Doppelpressevorführung. Und das Witzige bei der Nummer ist, in beiden leben wir Lars Eidinger in einer wichtigen Rolle. Und in der Nacht davor habe ich dann noch Mickey Messer besprochen fürs Radio, in dem Lars Eidinger Bertolt Brecht spielt. Ich habe so einen leichten Overflash gehabt während dieser Stunden. Erst mich stundenlang mit ihm in dem einen Film zu beschäftigen und dann in zwei Filme zu gehen, wo ich zugegebenermaßen erstmal nicht wusste, wer spielt da mit. Bei 25 km/h wusste ich, Bjarne Mädel ist dabei. Und wer war der andere? Oh, ja, Lars Eidinger. Kaum war der Film vorbei. Ach, eine Fitzig-Verfilmung, ein Thriller, es wird blutrünstig. Ach, guck mal, der fiese Typ, der sieht aus wie Lars Eidinger. Es war Lars Eidinger. Also der Mann scheint im Augenblick hoch gehandelt zu werden, was ich sehr gut verstehen kann. Also man liest und hört ja immer von ihm und das Wort Berserker, Schauspiel-Berserker, taucht auf. Ich finde es sehr abgedroschen, aber auch leider passend. Der Mann ist eine Art Naturgewalt in verschiedenen Genres. Nicht schlecht. Dann lass uns das also mal ein bisschen aufsplitten. 25 km/h würde mich jetzt im ersten Schritt interessieren, weil A, mag ich Bjarne Mädel. Und der Titel klingt interessant. Ich habe das Poster gesehen. Ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen. Vielleicht kannst du mich einmal kurz abholen, wo es da grob drum geht. Ich vermute, es ist eine Komödie. Es beginnt mit der Beerdigung. Es beginnt mit einer Beerdigung. Ein Vater verstirbt und seine beiden Jungs kommen bei der Beerdigung zusammen. Der eine ist zu Hause auf dem Land geblieben, hat sozusagen das Dorf nie verlassen und sich auch um Vater gekümmert. Der andere ist in die große, weite Welt gegangen, hat eine ganz tolle Karriere mit ganz tollen Lohnabrechnungen gemacht und kommt jetzt ausgerechnet auch noch zu spät zur Beerdigung wieder zurück. Es knallt und zofft zwischen den beiden und sie erinnern sich sozusagen in dieser schicksalhaften an diesem schicksalhaften Tag daran, dass sie als kleine Jungs mal Pläne gemacht haben, was sie mit ihrem Mofas anstellen und eine Reise, das Ganze, glaube ich, startet im Schwarzwald, eine Reise mit ihrem Mofas an die See machen wollen und haben da damals als Kinder einen Plan gefasst und nachdem sie beide ordentlich, die Trauer mit Alkohol bekämpft haben, beschließen sie diesen Plan, den es dann wohl immer noch irgendwie in den Köpfen gibt, in die Tat umzusetzen und setzen sich auf ihre alten Mofas, die immer noch in der Scheune vor sich hinstauben, aber komischerweise noch laufen und gehen zusammen auf die Reise und erleben
sich vor allem gegenseitig. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist eigentlich super aufregend. Jeder, der einen Bruder hat, weiß, wie sehr man seinen Bruder lieben und hassen gleichzeitig kann. Es kommt mir alles sehr bekannt vor. Und diese beiden Mofas, Mopeds, mit 25 km/h zugelassen, deshalb der Titel, ich glaube, das ahntest du bereits, ne? Die sind auch so unterschiedlich, wie zwei Mopeds mit 25 km/h sein können, genau wie die Jungs. Und trotzdem lernen wir sie kennen, sie lernen sich, weil sie sich lange Zeit nicht gesehen haben, auch wieder kennen. Und es gibt Dinge, die so unglaublich konträr sind und trotzdem genauso viele Dinge, die sie verbinden. Und das ist sozusagen die ernste Seele dieses Films. Und darüber sind witzige, trocken, lakonisch, humorige Szenen. Ich meine, dass man bei Bjarne Mädel damit rechnen kann, dass da trockener Humor kommt, ist eigentlich klar, dass Lars Eidinger auch zu diesem Genre in der Lage ist, weil mir noch nicht klar war, er ist es. Und es spielen Frauen eine Rolle, spielen ehemalige Frauen eine Rolle, spielt die Vergangenheit der beiden Jungs eine Rolle, die Zukunft, das, was sie demnächst machen werden oder sich vornehmen zu tun und eben diese Reise, einmal quer durch unser schönes Land in Schneckentempo. Ich fand den richtig klasse. Ja, also ich finde die, was du jetzt an Story erzählt hast und die Voraussetzungen klingen auch super. Und das klingt auch so ein bisschen nach Roadmovie, ne? Ja, natürlich ist das eine Roadmovie-Version. Ja. Wobei, ne, je mehr langsam Zeit man sich für die Bewegung nimmt, ich erinnere da nur an David Lynch, ne? Umso intensiver wird das Erleben. Das kennt man auch aus eigener Erfahrung. Da, wo man jeden Tag mit dem Auto vorbeirauscht, das ist was anderes, als wenn man die Strecke einmal versucht, auf einem Rollerskater zu fahren oder auf allen Vieren zu kriechen nach einer Feier oder ich weiß nicht, was ich noch als Beispiel bringen soll, aber du weißt, was ich meine. Die Langsamkeit hat eine gewisse Qualität in dem Fall. Ja, also man merkt schon, dass die deutschen Filme jetzt gerade nach der Sommerpause jetzt auch ordentlich einer nach dem anderen rauskommen. Ne? Also hast du schon den Schweiger-Film gesehen mit dem Klassentreffen? Nein, denn Schweiger zeigt seine Filme ja nicht mehr der Presse. Er ist ja der Meinung, auch wenn er mal öffentlich gefördert wird, dass er sich der öffentlichen Kritik natürlich nicht so stellen braucht, weil er ja gerne mal auch, es war bestimmt nicht immer nur fair, aber bei wem ist es das schon, aber er bekam ab und zu mal Kritiken, die ihm nicht gefallen haben, worüber er sich schweigermäßig aufgeregt hat. Alles ein alter Hut eigentlich, aber seitdem gibt es für seine Filme keine Presse-Previews. Und er sagt, ich mache Filme fürs Publikum, ne? Also ein bisschen populistisch die ganze Nummer, wie er es begründet. Ja, aber er kassiert öffentliches Geld, er versucht, irgendwas Kulturelles abzuliefern und macht einen auf bockigen kleinen Bockkäfer. Ne? Ich möchte nicht, dass ein Kritiker irgendwas Kritisches zu meinen Filmen sagt. Ja, und ich habe wirklich nichts Positives drüber gehört. Das soll so wirklich Pipi-Kaka-Humor sein, sehr unter der Gürtellinie. Oh. Und das Schlimme ist, das ist ja der erste Teil einer geplanten Trilogie von dieser Art. Ne? Von daher hätte ich auch gerne mal von dir die Meinung gehört. Aber gut, ja, wenn der das nicht zulässt, dann kann ich halt auch nicht Schlechtes drüber sagen, weil ich habe ihn nicht gesehen. Und ich glaube, ich werde ihn auch so schnell nicht sehen. Ja, jetzt würde mich aber doch schon auch noch Abgeschnitten interessieren. Weil der sagt, den habe ich jetzt so gar nicht auf dem Radar gehabt, im Gegensatz zu dem 25 km/h. Also ist auf jeden Fall auch, ich hatte gesehen mit Herrn Bleibtreu, ne? Ja, nee, doch, ja, natürlich, Bleibtreu, Entschuldigung, ich musste mich gerade... Ja, Moritz, Kopf sortieren. Moritz Bleibtreu, spielt eine der Hauptrollen. Er spielt ich weiß nicht, wie die Handlung zusammenfassen soll. Es ist auf jeden Fall, Fitzek muss man jetzt auch nicht großartig raten, ist eine Thriller-Handlung. Das Abgeschnitten hat erstmal im ersten Teil des Films damit zu tun, dass Leute auf einer Nordseeinsel abgeschnitten sind, weil ein Unwetter aufzieht. Wir erleben, dass dort eine Hauptfigur, eine weibliche, sich bedroht fühlt, weil sie wohl vor irgendjemandem auf der Flucht ist. Und befürchtet, dass derjenige jetzt mit ihr auf der Insel ist und sie dort mit allen anderen, aber auch ihrem Peiniger, abgeschnitten von der Außenwelt sind. Aber dieses Abgeschnitten geht dann auch noch auf mehrere andere Ebenen, unter anderem auf die Ebene der Patienten, in Anführungsstrichen, von Moritz Bleibtreu, denn er ist Gerichtsmediziner. Also seine Patienten haben meistens keinen Puls mehr.
Und er bekommt plötzlich über eine Leiche eine Nachricht zugespielt, die sich in Form einer kleinen Kapsel in einer Leiche befindet, die ihm klar macht, dass er sozusagen im Blickpunkt eines Serienkillers gerückt ist, der kurz danach auch seine Tochter entführt. Er weiß nicht warum, er weiß nicht, was dahinter steckt, und er weiß auch nicht genau, was er jetzt tun soll. Aber immer wieder werden ihm Nachrichten zugespielt, die den nächsten Schritt vorplanen sollen. Und wir als Zuschauer, ich hatte ehrlich gesagt so am Anfang des Films das Gefühl, wenn der jetzt nicht wirklich Spannung aufbaut, dann reißt mir der Faden. Also so, ne? Aber das ist nicht passiert, erstaunlicherweise. Ich will den nicht als hochklassigen Film bezeichnen, aber er ist spannend. Er funktioniert als Thriller, weil du wirklich, wirklich nicht weißt, was kommt als nächstes. Und finde, das ist eine der Haupttugenden, die ein guter Spannungsfilm haben kann. Und die hat er ja. Mhm. Auch der, so wie du es erzählst, habe ich da Lust drauf. Weißt du, wann der ins Kino kommt? Oh Mann, du also stellst manchmal Fragen. Ja, müsste man mal kurz in die Maschine eingeben. Ist ja kein Geheimnis, okay. Aber ich weiß es nicht auswendig. Ja, kein Problem. Liefern wir nach. Hätte ja sein können, dass du so weißt, der läuft in 2 Wochen oder so, aber wahrscheinlich nicht so weit in der Zukunft, ne? Nee, ich kann es ja auswendig jetzt leider nicht sagen. Nee, kein Problem. Darf ich dir mal die Gegenfrage stellen, ja, was du ja, Schönes gesehen hast, worüber du gerne was auch mitteilen möchtest? Schön, dass du fragst. Ich hab auch was gesehen. Ich glaube, das haben wir beide gesehen. Und da sollten wir vielleicht auch mal drüber sprechen, weil der Film auch gerade so im Netz doch ein wenig polarisiert. Denn es geht im Englischen um The Predator, in Deutsch Predator Upgrade. Geschrieben und Regie geführt von unserem guten Buddy Shane Black, der Buddy-mäßig natürlich in Buddy-Movies vor allem bekannt ist. Ob es jetzt Lethal Weapon war, wo er, glaube ich, da hat er nicht Regie geführt, bin ich mir nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall auch die Drehbücher geschrieben und war wohl, glaube ich, auch lange Zeit lang einer der bestbezahltesten Drehbuchautoren Hollywoods. Der auch lustigerweise, Fun Fact, im ersten Predator eine Gastrolle hatte, wo er noch sich als Schauspieler probiert hat. Und diesmal darf er oder sollte er den Predator in ein Remake machen. Nein, nicht ein Remake. Im Grunde ist es sogar eine Fortsetzung zu Teil 2. Also im Endeffekt wird so ein bisschen die AVP, die Alien vs. Predator-Reihe, so ein bisschen beiseite gelassen. Und auch der letzte Predators von Rodriguez wird jetzt auch nicht irgendwie groß thematisiert. Es werden vielleicht so ein paar Anleihen übernommen, aber im Endeffekt spielt er diesmal wieder auch auf der Erde. Es gibt diesmal, welche Überraschung, das sieht man sogar schon auf dem Poster. Es gibt mehr als einen Predator. Es gibt im Endeffekt Predator, die andere Predator jagen aus bestimmten Gründen, die wir jetzt hier noch nicht aufspoilern wollen. Ansonsten, der Film hatte eine lange Historie in der Hinsicht, dass während der Produktion beim Testscreening der sehr durchgefallen ist beim Testpublikum, woraufhin Shane Black den kompletten dritten Akt komplett quasi neu gedreht hat. Also es gab sehr lange und große Nachdrehs bei diesem Film. Und ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt so den Film betrachte, merkt man das auch. Also das ist so die erste Hälfte bis vielleicht wirklich noch ein bisschen drüber, bis es dann so ein bisschen turbulent und sehr actionreich wird, hat das so diesen typischen Shane Black-Vibe mit tollen Dialogen zwischen den Charakteren. Generell die Charaktere, obwohl sie so zweidimensional eigentlich gezeichnet sind, sind recht sympathisch und leben von ihrer Chemie miteinander. Also ich erinnere da an diese Szene in dem Bus, wo alle zusammen sitzen oder auch dann nachher, wenn die immer zusammen dort dann weiter agieren. Das macht schon Spaß, sich das anzugucken. Ich mag Olivia Munn, welche Überraschung. Einfach eine tolle Frau, die eine Rolle als Wissenschaftlerin innehat. Ja, und okay, es spielt ein Thomas Jane mit, den kann man sicherlich noch erwähnen. Was ich ganz spannend finde, vielleicht kennst du ihn auch noch von Blade Runner, Edward James Olmos, den haben sie komplett rausgeschnitten.
den Schauspieler. Also der steht sogar, wenn man auf einigen Seiten noch guckt. Ich bin hier gerade zum Beispiel beim Box Office Mojo, wo ich sehe, was er so einspielt. Da steht der unter Actors sogar noch, Edward James Olmos. Aber die kompletten Szenen mit ihm wurden halt komplett rausgeschnitten, weil, wie gesagt, der war auch noch länger und der dritte Akt war komplett anders geschnitten wohl ursprünglich. Weiß man, ja, wieso? Man kann mutmaßen, in welche Richtung es sonst gegangen wäre. Aus Längen? Bitte? Nein, weiß man, wieso er geschnitten wurde? Ja, aus Längengründen. Aus Längengründen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er den Vater von Olivia Munn oder den Chef von so einer, von der Einrichtung, wo sie erst war, oder irgendwie auch so ein Militärheini gespielt hätte. Aber das haben sie einfach komplett rausgestrichen, die Szenen, die dort in diese Richtung mit ihm halt irgendwie verhackstückt waren. Also es war wirklich wohl, hat einen Längengrund, damit das Pacing oder das Tempo im Film ein bisschen straffer wird. Und ja, also wie gesagt, ich mag Predator generell, die Reihe, und deswegen gehöre ich eher zu den Leuten, die Spaß an dem Film hatten. Ja, klar kann ich einige Punkte sicherlich auch kritisieren. Auch das Ende, vor allem die letzte Szene, da hätte lieber was anderes rauskommen sollen für alle, die das gesehen haben. Am Ende hätte aus diesem, was auch immer, was anderes erscheinen sollen. Da hätte ich mehr Spaß dran gehabt. Vielleicht können sich einige denken, was da vielleicht auch viele vermutet haben, was da jetzt rauskommt. Ja, ich. Wenn wir über einen sogenannten Predator-Killer sprechen. aber du weißt, dass ich, was den Film angeht, mit dir ausnahmsweise aber nicht übereinstimme. Ich hab ist doch super. Ein wenig unterhaltsam empfunden, diesen Film. Und wenn das, was wir da als dritten Akt jetzt gesehen haben, schon die bessere Version ist, möchte ich gar nicht wissen, was die da vorher verhackstückt haben. Was man dem Film nicht vorwerfen kann, ist, dass es eben an Action oder Tempo mangelt. Also da bin ich mit der Menge, mit der Quantität durchaus zufrieden. Was für meine Begriffe den Film komplett tötet, ist dieser wirklich unpassende Humor. Es ist diese Art Buddy-Movie-Humor, der in den 80er Jahren in einigen Bereichen, ich sag mal Myrto und Riggs, ne, funktioniert hat, bei Lethal Weapon oder genau. Ich nenne das heute mal ein bisschen abschätzig so Schulhofsprüche, die in dem Zusammenhang sehr unpassend wirken, vor allem in den Momenten, in denen sie kommen. Also ich sag mal, in den Momenten, in denen ich versuche, in einem Film Spannung aufzubauen, weil gerade wirklich einem alles, was nur da ist, um die Ohren fliegt, um die fiesesten Kreaturen, die man sich vorstellen kann, hinter einem her sind, dann ist es für mich zerstörend, wenn irgendeiner anfängt zu kalauern. Ich möchte einfach dann keinen Mario Barth-Humor oder das Gefühl haben, Karl Dahl spielt mit. Das passt für mich nicht im Ansatz in diesen Moment da rein. Ich mag witzige Filme, ich mag witzige Momente, aber ich fand, das war ein unglaublich schlechtes Timing, weil da kamen wirklich in Momenten, wo du normalerweise du gerade noch hinnehmen kannst, dass sie sich nicht die Hose voll kacken, da machen die Sprüche. Nein, das ist nicht in Ordnung, finde ich, weil dann zerbricht die Spannung. Man kann mit dem Humor Momente, wo die Spannung abbauen muss, damit man kann sie nicht ständig hochhalten. Man muss ja Spannungsbögen bauen, die up und down gehen. Und dann kann man in diese Spannungstäler Momente, Szenen schaffen, finde ich. Da kann auch mal jemand, wenn der Charakter es hergibt, irgendwie ein witziger Typ sein oder ein abgebrühter Typ, der coole Sprüche raushaut. Oder man geht wirklich ins Persiflieren eines Genres. Ich sage nur Guardians of the Galaxy. Ne? Da gibt es ja auch einige vorlaute Typen. Ne? Und da passt es dann aber hin. Passt es mehr zum Charakter und in die Situation. Aber hier fand ich, wirkte es aufgestöpselt, als wenn man jetzt versucht, noch irgendwas zu finden, um irgendeiner nicht so kritischen Zuschauerschaft noch was zu bieten. Ne, weil die sonst in dem Moment vielleicht nicht genug Thrill empfinden. Es wirkt für mich nicht überzeugend, die Melange. Ja, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie weit du da im Vorfeld sowas erwartet hast oder bei The Predator wahrscheinlich eher was anderes erwartet hast. Mir war es halt im Vorfeld, ich wusste, dass es Shane Black macht, der ja auch Kiss Kiss Bang Bang oder The Nice Guys gemacht hat. Also diesen Stil auch jetzt hier so. Ne? Ja, genau, okay, genau. Das ist halt wirklich der Punkt. Die Nice Guys auch grandios gefloppt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da habe ich mich amüsiert über den Humor, weil der ganze Film darauf aufgebaut war. Und Kiss Kiss Bang Bang ist für mich eine Art von Kultfilm. Wunderbar hintergründig in seinem Humor. Aber bei einem Predator-Film, das ist so ähnlich wie ein Monte Cannibalo-Film, da gehört auch kein Humor rein. Ne? Oder, ich fand es wirklich nicht passend und deshalb, aber
wir sind alle, ne, subjektiv und ich am allermeisten. Es kann natürlich auch sein, dass mich die Zuschauer zahlen und viele, viele Fans Lügen strafen, aber es geht ja nicht darum, wer dabei gewinnt, sondern wir tauschen unsere Meinung aus und ich fand es nicht so passend und deshalb habe ich mich eher gelangweilt, bis hin zu dem so mit der Bratpfanne ins Gesicht ans Ende geklöppelte letzte Bild, ne, das auf eine Fortsetzung nicht nur hindeutet, sondern ja, du wirst sozusagen an den Haken genommen, wie beim ADAC, und sozusagen zum nächsten Teil abgeschleppt. Hm. Ja, also klar, ich fand halt einige Szenen, gerade wenn es eigentlich fast eher ein bisschen humoristisch war oder lustig in Anführungsstrichen, dann hat er halt sehr stark gebrochen, weil er dann plötzlich wirklich auch zum Teil sehr gorige und sehr brutale Szenen da drin hatte. Ne? Deswegen hat er halt auch ein R-Rating oder bei uns in Deutschland überraschenderweise nur eine FSK 16. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, dadurch, dass ich mir das schon dachte, Shane Black, alles klar, das kann nur auch ein bisschen in das Lustige gehen, hatte ich das schon erwartet und fand halt das halt gerade so, ich sag mal, die erste Hälfte bis drei Viertel richtig gut und wie gesagt, ich fand es halt gegen Ende nicht mehr ganz so pralle. Da könnte man natürlich auch fragen, was hat sich das Studio Fox an der Stelle gedacht, jemanden, wo sie ja wissen, was der macht, dann sowas, so einen ernsten Film zu machen. Ne? Aber er hat schon immer polarisiert. Schau dir an, Iron Man 3 hat er auch inszeniert und der war auch sehr speziell und wird von vielen Fans eher mit Vorsicht genossen oder gesagt, oh, das ist aber ein sehr schwacher Iron Man. Ja, in der Reihe gilt er eindeutig als der, der am wenigsten in die Reihe reinpasst. Und ich befürchte auch, war der Humor nicht so angebracht, wie er es sich gedacht hat oder gewünscht hat. Es gibt Filme und Genre, da funktioniert es. Immer unabhängig gesehen, weil wir machen ja nicht das große Raten, wer tippt auf den Film mit den höchsten Zuschauerzahlen, sondern versuchen, eigene Kriterien zu entwickeln, nach denen man sich eine Meinung zu einem Film erlaubt. Und das darf jeder, und das ich wie du und jeder andere auch. Und ich habe einfach so das Gefühl, man hätte einen anderen Regisseur nehmen sollen oder eben weniger die Freiheiten in der Richtung lassen sollen. Ich bestreite nicht, dass er inszenieren kann. Ich finde nur genau das, was für ihn typisch ist. Und deshalb wäre er da nicht der Richtige gewesen, ist in diesem Genre. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe noch keinen Film in diesem Genre erlebt, bei dem diese Mixtur wirklich aufgeht und beide Elemente funktionieren. Es soll ja nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Man will doch Spannung erzeugen. Man will doch auch das Franchise irgendwie im Rahmen und halten und fortführen. Aber es entsteht durch diese Nicht-Einbindung in die Vorgaben, in die Nebenstränge, nämlich Alien vs. Predator, besteht so eine gewisse Willkürlichkeit. Das Ganze könnte als Prequel auch deklariert werden. Das Ganze könnte, wenn man eine andere Maske für die Predator genommen hätte, als neue Serie gestartet sein mit einem ganz anderen Titel. Also es wirkt beliebig, wenn du weißt, was ich damit meine. Ne? Also es erfüllt meine Erwartung an Predator nicht. Ja, ist auch die Frage, ist Predator oder ist das überhaupt für für so eine Reihe oder so? Also ist es überhaupt fähig, so ein Universe aufzubauen? Macht das überhaupt Sinn? Weil im Endeffekt ist es ja immer das Gleiche. Die kommen auf die Erde, wollen im Normalfall die Menschen jagen. Jetzt haben sie so ein bisschen variiert, aber im Endeffekt ist es ja immer thematisch sehr, sehr ähnlich. Ne? Und wenn man jetzt nochmal kurz auf das Ende einzugehen, ohne es zu erklären, aber wenn man das Ende sieht, dann kann man schon denken, in welche Richtung das dann beim nächsten Teil gehen könnte. Und das würde, weiß ich nicht, das würde dann ja eher schon noch lustiger gefühlt oder ne, alberner. Und da ist dann noch weniger Horror oder Suspense drin, wenn es denn in die Richtung geht. Ja, ich finde, ein Franchise sollte sich selber ernst nehmen. Und das seh ich nicht so, ehrlich gesagt. Man kann alles andere hops nehmen und man kann ein Genre auch sehr ironisch nehmen. Aber wenn du sozusagen dein eigenes Mutterschiff nicht mehr ernst nimmst, davon mal abgesehen, und das ist jetzt extremst subjektiv, ist für mich Predator eigentlich immer, trotz des Erfolges, vor allem vom Teil 1 natürlich, Kult, Arnie, ich weiß, immer zweite Wahl gewesen. Also es hat nicht die Klasse von Alien, von anderen großen Weltraumopern, ne? Schwer vergleichbar, sowieso nicht.
es wurde durch das, die Verbindung mit Alien eher aufgewertet. Da gab es auch den ersten innovativen Schub, einfach zu sehen, in welchem Verhältnis die zueinander stehen oder überhaupt diese Kette zu bilden, diese Vernetzung. Das hat Spannung und Möglichkeiten eröffnet, die zwar nicht komplett ausgeschöpft worden sind, aber das hat man alles natürlich jetzt links liegen gelassen. Und in dem eigentlichen Predator-Universe passiert nichts wirklich Neues. Das bisschen, was man als neu bezeichnen könnte, kann man erahnen, wenn man aufs Plakat schaut. Ja, richtig, das verrät echt relativ viel. Und ja, man hätte, wie gesagt, an dem, das meine ich ja auch mit dem Ende, da hätte man auch wieder den Bogen Richtung Alien spannen können, aber das wollen sie wohl aktuell nicht und ist eh die Frage, wie es überhaupt weitergeht. Ne? Ja, obwohl ist beides bei Fox, ne? Also von daher war es ja vorher auch kein Problem. Da sehe ich, glaube ich, aktuell nicht zwingend Probleme, aber ja, The Predator. Also, weil du das gerade mit Alien vergleichst oder Alien sagtest, ich glaube, wenn ich mir nochmal drüber Gedanken mache, würde ich mir eher sogar lieber jetzt nochmal diesen Predator anschauen als den letzten Alien. Also, ich weiß nicht, ob du das darfst unterschreiben würdest oder ob du da auch anderer Meinung bist. Nein, auf keinen Fall. Okay, also fandst du den letzten Alien besser? Ich glaube, da sind wir geschmacklich einfach. Ich fand den fantastisch. Ich weiß, ich werde gesteinigt von Alien-Fans und von allen anderen, aber für mich ist das ein Film von einer ganz besonderen Güte. Auch wenn der wiederum aus seinem Franchise etwas abbiegt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir reden ja von Alien Covenant, ne? Von dem letzten. Okay. Ja, ja, natürlich. Und andererseits, wenn man den ernst nimmt, dann beleuchtet der alles, was bisher unter dem Titel Alien rausgekommen ist, einmal komplett neu. Mit dem, in Anführungsstrichen, Wissen könnte man jeden Teil nochmal neu sehen und würde andere Bezüge herstellen und macht daraus was anderes und vervollständigt etwas, was bisher zweidimensional eine Reihe war, zu einem dreidimensionalen Gebilde. Mhm. Philosophisch gesehen. Wen interessiert sowas? Philosophie in einem Science-Fiction? Egal. Aber mir hat es Spaß gemacht. Ich mochte auch die Gigantik der Bilder, die da aufgebaut worden sind. Ich mochte die Bild-Sound-Kombinationen, weil ich habe selten so einen guten Soundtrack in Kombination mit den Bildern in den letzten Jahren gesehen. Da gibt es wirklich eine Handvoll Filme, die das so hinkriegen, so eine Atmosphäre, teilweise aus dialogfreien Bildern und dem richtigen Sound und Musik. Also mich hat das Teil wirklich fasziniert. Interessant. Dass der natürlich nicht alle Erwartungen erfüllt. Das war mir, als ich rauskam, auch klar. Oder sagen wir mal so, es ist mir klar gemacht worden. Ich war ein bisschen paralysiert, also ich war so ein bisschen in Trance, als ich da rauskam. Als ich die ersten Kollegen meckern hörte, wurde mir klar, es gibt wohl auch andere Erwartungen, okay, die nicht erfüllt wurden. Aber ich gehe erstmal, und macht ja jeder auch sowieso, nach dem Prinzip vor, ich schaue mir was an, komm raus und weiß, ob ich mich gut gefühlt habe oder nicht. Und dann frage ich mich, woran könnte es gelegen haben? Oder arbeitet es noch in mir? Und der Film hat mich in einen tollen Zustand versetzt und hat im positiven Sinne noch lange, lange nachgewirkt und nachgearbeitet. Was ich auch sehr zu schätzen weiß, es gibt Filme, die habe ich auf der Rückfahrt nach Hause nicht mehr auf dem Schirm und weiß, ich muss gerade irgendwie einen Film gesehen haben. Was war es nochmal? Oder worum ging es da eigentlich? Weil es so ein dünnes Süppchen ist, ist es sofort abgelaufen. Das passiert auch immer wieder mal. Und das kann man zum Beispiel dem letzten Alien überhaupt nicht vorwerfen. Mhm. Man kann sagen, ich fand es alles Obermurks, hat mich überhaupt nicht interessiert oder ich fand es furchtbar. Aber kalt lassen? Das ist glaube ich keinem passiert. Okay, okay. Also ich lasse es gerne mal so stehen und würde auch gerne von euch, liebe Hörer, mal hören, wie ihr das seht, weil also ich glaube schon, dass beide Filme in beide Richtungen polarisieren oder beide Filme viele sehr zwiegespalten da lassen. Also ich war vielleicht auch nochmal kurz zur Ausführung. Ich fand Prometheus hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir echt Spaß gemacht und so die Idee. Ich fand halt bei dem Covenant halt schwach, dass das schon alles, dass dieser Hauptcharakter aus dem ersten Teil nicht wieder aufgetaucht ist, dass man das davon nicht erst mehr gesehen hat, dass sich das da hingeführt hat. Fassbender ist immer wirklich natürlich ohne Zweifel sehr gut, aber das guter Roboter, böser Roboter, okay, und das Ende war wieder gut und die musikalische Untermalung, gebe ich dir recht, auch mit der klassischen Musik etc., fand ich auch sehr cool, aber ich fand viele Charaktere waren doch sehr, sehr schwach und blieben sehr blass oder wirkten einfach nur sehr klischeehaft, aber
Ja, also wie gesagt, in der Summe hat mir der Film leider nicht ganz so zugesagt, aber ja, wie gesagt, da könnte man wahrscheinlich lange drüber streiten oder diskutieren. Aber ich glaube, ich hätte trotzdem mehr Spaß oder so. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt die Wahl hätte, was willst du jetzt gucken, würde ich halt Predator wählen. Jo. Ja, dann nehmen wir mal so hin. Ne? Müssen wir halt an der Stelle ein geflicktes Unentschieden notieren. Genau. Was ja auch nicht schlimm ist, weil wie gesagt, es geht ja nicht darum um Rechthaberei, sondern um Liebe zum Film. Und solange man Filme findet, mit denen man wirklich was anfangen kann, ist und bleibt das ja einfach eine schöne Beschäftigung. Apropos Beschäftigung, was hattest du denn noch auf der Liste? Ich habe den Film gesehen. Ich überlege gerade, da war doch noch was. Ja, ich habe den Film gesehen, ich glaube, der müsste heute auch rauskommen, den habe ich vorab gesehen. Der Film hieß Searching und ich glaube, du hast ihn nicht gesehen, richtig? Nee, deshalb bin ich sehr neugierig, was du mir dazu erzählen kannst oder uns. Genau, weißt du grob, worum es geht oder gar nicht? Dann erkläre ich das erstmal ein bisschen. Ich bin außen vor, super. Wirklich. Das ist nicht schlecht. Also das ist im Endeffekt, also es ist genretechnisch so Drama-Thriller, ganz klassisch. Aber was nicht ganz klassisch ist, ist die ganze Erzählweise in diesem Film. Denn sie wird ähnlich wie Unknown Caller, das war mal ein Horrorfilm vor ein, zwei Jahren, wird der komplett auf dem Desktop quasi dargestellt. Auf dem Desktop, ja doch, eigentlich nur auf dem Desktop und ich glaube auch mal ein Handyvideo oder sowas. Es geht erstmal vielleicht Searching, wie der Name schon sagt, es wird was gesucht, nämlich es wird die Tochter gesucht von dem Hauptdarsteller, der John Cho, das ist der Sulu von der neuen Star Trek Serie oder auch von Harold und Kumar, da hat er auch den Asiaten gespielt, wenn ihr den seht oder wahrscheinlich kennt ihr den mindestens auch von den letzten Star Trek Filmen als Sulu. Der Film fängt an, dass man auf einem Windows XP Desktop ist. Das zeigt schon mal so ein bisschen, das spielt gerade in der Vergangenheit, denn man sieht auch, wie die Tochter von ihm über Videos wird das eingeblendet, immer langsam älter wird, also man sieht immer so Milestones, da kann sie laufen und da geht sie zum ersten Mal zur Schule, da wird sie eingeschult und parallel wird in den Videos auch immer wieder dargestellt, dass die Mutter an Krebs erkrankt und dann erst den bekämpft hat, also mit Bestrahlung, also wie gesagt, das sind die ersten 3, 4, 5 Minuten, also verrate ich nicht zu viel, dann aber wieder rückfällig wird und dann leider auch verstirbt, sodass er im Endeffekt der alleinerziehende Vater ist und seine Tochter mittlerweile 16 Jahre alt ist und dann sind wir auch in der Gegenwart, das XP verschwindet quasi und wir befinden uns auf einem, welche Überraschung, auf einem Mac. So. Und auch da sieht man dann über FaceTime, über den iMessage-Chat, man sieht die Dialoge, man sieht natürlich, nachdem seine über Nacht plötzlich, also man sieht ihn schlafen über die Kamera vom Mac, also ihn, und dann klingelt es und er geht nicht dran, weil er schläft und es nicht mitbekommt. Am nächsten Morgen sieht er, seine Tochter hat nachts noch angerufen, er ist aber nicht dran gegangen. So, und dann erreicht er sie auch nicht mehr und sie ist im Endeffekt nicht erreichbar und er meldet das dann natürlich bei der Polizei und mit der Ermittlerin von der Polizei beginnt dann halt eine Suche nach der Tochter, wo sie hin ist, ob sie tot ist, ob sie entführt worden ist, ob sie einfach nur verschwunden und abgehauen ist. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wieso das so ist. Es wird auch cool, also was mir sehr gut gefallen hat, ist auch nachher die spannende Auflösung. Vielleicht auch wirklich ein Punkt, den man nicht so auf dem ersten oder so im ersten Moment wirklich denkt, wie es aufgelöst wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Erzählweise richtig spannend gemacht. Es war natürlich mal wieder was anderes, nicht so ganz klassisch. Aber es macht halt Spaß, auch wenn er dann was schon tippt zu jemandem. Und dann hält er kurz inne und dann siehst du, wie das wieder weggeht und dann schreibt er irgendwas anderes. Dann merkst du, okay, er hat sich nochmal überlegt, nicht das so zu schreiben, sondern seinem Bruder dies und das zu schreiben oder so. Also ganz viel, das haben sie echt gut inszeniert alles. Er geht da dann auch bei Facebook, er kommt dann in die Accounts der Tochter rein. Wie er das macht, wird sogar gezeigt. Es ergibt sogar Sinn, also er weiß nicht nur einfach das Passwort seiner Tochter, sondern das wird eigentlich alles recht logisch dargestellt. Und vielleicht noch zu sagen wäre, der Film ist von Sony, aber der wurde wohl erst im Nachgang gekauft. Deswegen hatte mich überrascht, dass, obwohl es ein Sony-Film ist, alles auf Mac, also auf Apple-Geräten passiert. Aber das ist wohl diesem Umstand geschuldet.
Aber das tut, wie gesagt, dem Ganzen keinen Abbruch. Und genau, noch ein Hinweis, die haben wirklich alles eingedeutscht. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Also im Endeffekt ist es ja fast ein neuer Film mit nur deutscher Sprache, wenn Texte, also wenn du was siehst und hörst. Ansonsten ist es ja fast wie ein deutscher Film, weil wirklich alles, was du siehst, die Texte, die Messenger, alles wurde eingedeutscht. Und da würde mich mal interessieren, wie die das machen, ob die wirklich für alles Templates lassen und dann in jedem Land gibt es dann die Übersetzer, die das dann in den jeweiligen Sprachen dort reinschreiben. Keine Ahnung, aber das ist schon cool, dass sie das wirklich so komplett eingedeutscht haben. Und ja, macht das natürlich dann auch deutlich angenehmer zu gucken, als wenn das jetzt in Englisch wäre und dann eventuell noch mit deutschen Untertiteln oder so da gearbeitet werden müsste. Also wie gesagt, sehr anders erzählt, trotzdem super spannend, man soll sich einfach mal drauf einlassen und diese ganze Suche nach der Tochter macht echt Spaß und man rätselt halt auch die ganze Zeit mit und freut sich oder er ist begeistert, wenn man dann selber mit ihm, also mit dem Vater zusammen, neue Punkte findet oder langsam die Rätsel löst. Also das ist schon richtig, richtig gut. Und mir hat der Film deswegen auch sehr viel Spaß gemacht und war für mich echt einer der Überraschungen überhaupt in diesem bis jetzigen Filmjahr. Also allein, dass man sieht, dass ich nicht alleine da stehe. Bei IMDb hat er fast 8, also 7,9 von 10, was ein recht solider, guter Wert für so ein kleiner Film ist. Und ja, wer auf Rotten Tomatoes steht, da ist er bei 92%, was auch sehr, sehr gut ist. Also, ja, wer mir nicht vertraut, vertraut doch der Masse. Der Film macht richtig viel Spaß. Und ja, Peter. Es klingt zumal sehr, sehr aufregend, weil ich mag es, wenn Innovationen reinkommen. Und das klingt sehr innovativ. Und man muss einer guten Innovation ja nicht die eigentliche Handlung oder den eigentlichen Spaß opfern. Und das klingt auch so, als wenn das hier geschieht. Das heißt, Searching ist, wenn ich richtig verstanden habe, ein Film, der einen bei der Stange hält, weil er spannend ist, aber sein Erzählen irgendwie auf eine Art und Weise oder auf Füße gestellt hat, die bisher noch nicht so benutzt worden sind. Ne? Genau, ich meinte am Anfang ja, es gab mal vor ein, zwei Jahren einen Horrorfilm, der sowas schon mal gemacht hat, der hieß Unknown Caller. Den habe ich leider nicht gesehen. Ja, der hat das so ähnlich gemacht. Da waren es mehr so Skype-Sitzungen mit mehreren Leuten und dann war da irgendwie immer so ein unbekannter Anrufer, der sich da reingemischt hat. War auch ganz spannend, aber hatte nicht diese Qualität wie jetzt Searching. Das war dann doch mehr so ein Horror-B-Movie, aber halt ein bisschen im anderen Gewand. War aber trotzdem okay. Aber der Searching hat mich jetzt wirklich so überzeugt, dass ich dem sogar meiner Mutter oder wem auch immer empfehlen würde, die vielleicht gerade mit Social Media etc. eigentlich nicht viel um die Ohren hat. Weil er einfach super spannend gemacht ist und man, wie gesagt, die ganze Zeit miträtselt. Und John Cho, wie gesagt, der macht das super. Also der kommt super, super sympathisch rüber in dem Film und man fiebert die ganze Zeit mit ihm mit. Okay, dann ist der jetzt schon mal auf meiner Liste. Ja, absolut. Also mach mal, würde mich mal interessieren. Ich glaube, dass du da auch Spaß dran hast, gerade weil du ja auch so wie abgeschnitten oder so spannende Filme auch magst und ja, das ist echt cool. Du sagtest im Vorgespräch... Ja, bin ich durchaus für zu haben. Genau, du sagtest im Vorgespräch, Johnny English hast du nicht gesehen, dann werden wir den beide mal, oder ich werde ihn sicherlich mal nachholen. Ja, macht ja nichts. Ich habe noch einen Film, den ich nur kurz erwähnen möchte, weil ich ihn, ja, ganz okay fand. Das ist nämlich der Film Mile 22, der neue Peter Berg-Film. In der Hauptrolle Mark Wahlberg, der ein Sonderkommando leitet, das immer dann im Einsatz kommt, wenn die Diplomatie scheitert, nenne ich es mal so. Sehr brutal, also recht brutal. Auch ein extrem ernster Actionfilm, also da gibt es keine großen Comedy-Einlagen. Der Hauptdarsteller von The Raid ist mit dabei, dieser Asiate, ich frag mich nicht nach dem Namen, der so im Kampfkunst sehr stark ist und der spielt da auch eine sehr coole Rolle. Ja, ich weiß den Namen auch nicht. Ich habe das Gesicht vor Augen, aber wer mich kennt, weiß, dass Namen bei mir, ich habe einen Pass, damit ich ab und zu nachgucken kann, wie ich heiße, aber ich weiß, wen du meinst. Ja, ich müsste jetzt auch googeln, aber das erspare ich mir jetzt gerade. Ich denke, unsere Hörer, die sind natürlich viel besser informiert, die wissen das natürlich sofort, wen ich meine. Die haben es längst gegoogelt, während wir anfangen zu sprechen. Ja, richtig. Auch der Film ist angeblich oder soll eigentlich so ein Auftakt sein einer Reihe. Ob es dazu wirklich kommt, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, es ist ein
sehr straighter Actionfilm und die müssen halt diese sogenannten 22, oder was heißt sogenannte, die müssen 22 Meilen den Kollegen, den Asiaten Begleitschutz quasi geben, um aus, ja, war das Kabul oder irgendeine Stadt irgendwo im Nahen Osten dort rauszukommen, ihn da rauszuholen, ohne dass die anderen Streitkräfte dort ihn quasi erschießen. Wieso, weshalb, warum, wie gesagt, das möchte ich gar nicht groß erzählen. Das ist das bisschen Story, was der Film dann hat. Das guckt ihr euch dann an, wenn ihr denn so auf wirklich auch militärisch angehauchte Action steht. Und wie gesagt, es ist schon ein Film mit etwas härterer Gangart, ohne jetzt das Albern oder zu persiflieren à la Predator. Ja, Mile 22, das wäre vielleicht noch ein Punkt. Du hast in deiner Liste, hatte ich gesehen, noch einen Film. Da würde ich nur ein kurzes Statement gerne mal hören, weil ich mit dem Film nicht so viel anfangen kann und mit dem Trailer. Ich vermute eher Kinderfilm. Was ist denn mit Haus der geheimnisvollen Uhren? Ja, das ist, und ich höre dich mal wieder überhaupt nicht, das ist wieder klasse. Ich höre dich nicht, aber. Ob du mich noch hörst? Ja, alles gut. Ja, schieß gut. Los. Ja, jetzt bist du wieder da. Hörst du das Ticken? Wie sollte man es auch überhören können? Schließlich ist das ganze Haus voller Uhren. Aber zurück zum Anfang. Der 10-jährige Louis zieht nach dem Tod seiner Eltern zu seinem Onkel Jonathan ins verschlafene Städtchen New CBD. Eben genau in dieses Haus mit den vielen Uhren. Merkwürdig? Nee, dieser Onkel, der ist merkwürdig. Weißt du, was ein Hexenmeister ist, Louis? Eine männliche Hexe. Ich glaube, das ist schon etwas mehr als eine männliche Hexe. Heißt das, du bist ein Hexenmeister? Bitte zeig's mir! Bitte, bitte! Okay, ganz wie du willst. Es ist aber ein langer und steiniger Weg, bis man ein Hexenmeister wird. Zu den vielen Ungewöhnlichkeiten in Jonathans Haus gehören, neben der nicht minder seltsamen Nachbarin Mrs. Zimmerman, auch das nie enden wollende Ticken der Uhren, die alle nur dazu da sind, das Ticken einer ganz speziellen versteckten Uhr zu übertönen. Denn die lässt sich trotz aller Anstrengungen nicht aufspüren. Und in einer schaurig schönen Stunde erklärt Jonathan seinem Neffen, was es mit dieser Uhr auf sich hat. Das Haus gehörte mal einem anderen Hexenmeister. Er ist sehr böse. Sehr mächtig. Er hat eine Uhr in den Wänden versteckt. Wir wissen nicht, welchen Zweck sie erfüllt. Nur, dass er grauenvoll ist. Drei Schläge. Letztes Mal waren es vier. Was passiert, wenn es nur noch einmal schlägt? Nichts Gutes, so viel ist sicher. Erst recht nicht, nachdem Louis bei dem Versuch, sich magische Kräfte auf eigene Faust anzueignen, versehentlich den Geist des bösen Hexenmeisters erweckt, der sich nun daran macht, mit Hilfe der magischen Uhr das Ende der Welt heraufzubeschwören. Eigentlich ist Regisseur Eli Roth mit deutlich härteren Filmen wie Hostel oder Death Wish bekannt geworden. Auch als Schauspieler hat man ihn schon gesehen, zum Beispiel in Tarantinos Inglourious Basterds. Insofern ist sein Ausflug zum familientauglichen Gruselfilm schon eher der Schongang in seiner Filmografie. Nichtsdestotrotz zieht er aber auch hier alle Register seines handwerklichen Könnens, um seinem Publikum eine gepflegte Gänsehaut zu bescheren. Eben nur ohne Blut und Gekröse, weshalb das Haus der geheimnisvollen Uhren auch schon ab 6 Jahren freigegeben ist. Oder anders gesagt, wer Jumanji und Nachts im Museum mochte, wird auch diesen Film lieben. Das Haus der geheimnisvollen Uhren ist Gruselkino, familientauglich mit einem Jack Black, wie wir ihn kennen. Er macht wieder Grimassen, er macht lustige Szenen, er ist wieder ein Sack Flöhe auf zwei Beinen. Es geht um einen 10-jährigen Jungen, der zu seinem Onkel zieht, weil die Eltern verstorben sind und dieser Onkel wird von Jack Black gespielt und ist ein Hexenmeister und er lebt in einem Haus, in dem ganz viele Uhren ticken und die ticken alle dort nur, um eine Uhr, die keiner dort finden kann und mit der ein, ich sag mal, Fluch verbunden ist, zu übertönen. Und ständig wird nach dieser einen entscheidenden Uhr gesucht, weil da ein böser Hexenmeister wohl irgendwas Böses mit verbunden hat. Und der Junge, wie Jungs so sind, versucht selber ein bisschen rumzuzaubern und
löst damit leider etwas Unangenehmes aus, was dafür sorgt, dass wir erleben müssen, wie jetzt der böse Hexenmeister aus dem Jenseits wieder erscheint und alles unterjochen möchte. Aber das Ganze eben, wie gesagt, mit gebremstem Schaum, ist zwar von Eli Ross, ne? Ich sag nur Hostel, aber hier ohne Gekröse, ohne Blutfontänen etc., weil der Film ist ab 6 Jahren freigegeben. Also das ist so ein bisschen, ich sag mal, Jumanji, so ein bisschen nachts im Museum und solche Filme in diesem Kaliber. Ne? Du weißt, was ich meine. Spannende Filme mit Fantasy-Elementen, ein bisschen Grusel drin, aber eben auch für den Familienbesuch im Kino geeignet. Was wollte ich denn noch sagen? Ich hatte noch 2 Sachen auf dem Plan, über die ich ganz kurz was sagen will. The Incredibles 2 kommt auch dann jetzt irgendwie Ende des Monats noch auf die Leinwand. Und da sollte man sich, wenn man Incredibles 1 mochte oder überhaupt gerne Pixar-Filme sieht, sollte man sich jetzt schon mal anfangen zu freuen, denn man kann sich gar nicht genug darüber freuen. Dieser Film ist fantastisch und setzt genau da an, wo Incredible 1 vor 10 Jahren aufgehört hat. Denn dieser berühmt-berüchtigte Maulwurf, ich weiß gar nicht mehr, ne, der Gräber, nein, wie hieß er nochmal? Namen, das ist das, was ich gerade sagte. Ich kann mir nicht mal mehr Rollennamen merken. Könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber du weißt, wie der Film geendet hat, ne? Mit diesem, ja, riesigen, mit diesem Maulwurf, der in diesem Roboter, in diesem Fahrzeug war. Genau. Ja. Jawohl. Und der taucht jetzt auf und damit beginnt eine neue Handlung, die mindestens genauso turbulent ist wie der erste Teil. Genauso liebevolle Bond-Zitate unterbringt, genauso toll inszeniert ist, genauso witzig und spannend ist. Also man kann die beiden Filme in einem Rutsch zusammen gucken und wüsste nicht, wo A in B übergeht. Es fällt weder von der Qualität ab, noch von der Fabulierkunst. Also das ist Pixar in Reinkultur, so wie ich es mag. Wann hast du den gesehen? Habe ich gerade geliefert. Ne? Der wurde vor 2 oder 3 Wochen gezeigt. Und wir haben alle viel Spaß daran gehabt. Und ich meine, er würde jetzt noch diesen Monat in 1 oder 2 Wochen, ich weiß ja auch nicht genau, wann unsere lieben Zuhörer diesen Podcast hören. Ja, noch ne, dieses Wochenende. Tag eher als die anderen. Ja, wenn sie pünktlich hören. Es gibt ja auch welche, ja, okay, die lassen sich auch ein bisschen Zeit. Du hast Zeit. Recht, ja. Aber Ende September 2018, kleine Koordinaten, ein paar Koordinaten, damit wir wissen, wo wir uns gerade befinden, wird dieser Film in die Kinos kommen. Viel länger wird es natürlich noch dauern mit dem neuen Bond. Da hat man jetzt geschoben, ne? Weil man hat ja den Regisseur verloren. Danny Boyle, ja, warum sehr, auch immer, hast du es mitgekriegt? Naja, das Übliche angeblich. Ja, ich bin auch sehr entsetzt darüber gewesen, weil kreative Differenzen, ne? Kreative Differenzen ist immer eine schöne Beschreibung dafür, dass irgendwas nicht funktioniert hat im großen Team. Es ist wirklich schade, weil Danny Boyle hätte ich einen ganz großen Sprung zugetraut. Dann lag dieses Projekt ja zumindest, was den Regisseur angeht, jetzt brach. Man hat aber jetzt einen neuen verkündet, der Bond 25 inszenieren wird. Gary Joki Fukunaga, wenn ich das mal halbwegs ordentlich ausspreche, klingt asiatischer als er ist. Er hat asiatische Wurzeln in seiner Familie, aber ist ansonsten amerikanisch-schwedischer Herkunft, glaube ich, mit asiatischen Wurzeln in der Familie. Und wer mit dem Namen jetzt aus dem Stand nichts anfangen kann, vielleicht mit Sin Nombre. Und das war sein Debütfilm, ein wirklich bemerkenswerter Film, der bei aller Unterhaltsamkeit eine wirklich packende Authentizität hat. Schlimmes Wort, aber ihr wisst, was ich damit meine. Man kann es fühlen, wie echt die geschilderten Umstände waren. Es gab eine Jane Eyre-Verfilmung, irgendwie 2011 von ihm, die auch besondere Qualitäten aufwies. Und was viele geschätzt haben, ich sage nur die erste Staffel von True Detectives. Ne? Klar. Ja, richtig. Ne? Mit Woody Harrelson zum Beispiel, ne? Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Ja. Genau.
Die Namen gehen doch, Peter. Ist auch auf seinem Mist gewachsen, wenn ich dieses Wort mal unpassenderweise benutzen darf. Und dieser Cary Yoki Fukunaga wird also Bond 25 machen. Natürlich kann der jetzt mal nicht eben aus dem Stand anfangen, Bond zu machen, sondern da gehören jetzt wieder Vorbereitungen zu. Man wird Ende des Jahres mit dem Filmen beginnen und hat den Filmstart in das Frühjahr 2020 gelegt. Sofern man das jetzt schon sagen kann, aber das ist ja meistens das Erste, was man bei einem Film macht, nämlich zu definieren, wann soll er ins Kino. Wobei Bond ja, wenn ich mich richtig erinnere, immer gerne auch im Dezember so zur Weihnachtszeit startet. Ja, oder ist, im November meine ich die letzten Teile, deswegen ja, hätte ich jetzt fast eher auf November 20 wundere getippt. Ich mich. Ja, aber man hat bisher gesagt Anfang 20 und ich glaube, wenn sie es irgendwie hinkriegen, würden sie ihn bestimmt auch noch vorziehen, weil das Weihnachtsgeschäft natürlich nach einem Film wie Bond schreit. Da ist Januar, Februar bestimmt nicht die beste Zeit für, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, das stimmt. Aber interessante Info, die hatte ich noch nicht mit dem Regisseur. Hast du eigentlich irgendwo gerüchteweise gehört, wer denn jetzt vielleicht der nächste Bond werden könnte? Weil einen werden wir jetzt noch erleben mit ihm, ne? Und er hat es auch beim letzten Mal gesagt, wird es keinen mehr mit ihm geben. Aber ich glaube, diesmal meint das ernst. Gehe ich jetzt auch mittlerweile von aus, dass das sein letzter Bond sein wird. Und Idris Elba war mal immer im Gespräch, glaube ich zwar persönlich, aber nicht. Es waren immer, bei jedem Bond-Wechsel waren im Vorfeld immer Kandidaten im Gespräch, die sowas Provokatives hatten. So nach dem Motto, wir müssen mal was Neues ausprobieren. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen, um den Markt zu testen und zu zeigen, dass man zumindest über Alternativen nachdenkt. Es ist ja sogar ist das Thema weiblicher Bond jetzt sogar mal aufgekommen. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ja, habe ich, aber glaube ich nicht. Das würde zu dem aber Franchise glaube, so nicht Schritt passen. Ja, es ist unsäglich dazu, jetzt eine Geschlechterdebatte irgendwie vom Zaun zu brechen, darum geht's nicht. Es geht um die Rolle, es geht um das Franchise, es geht um eine mittlerweile über 50 Jahre alte Kinoserie, die bestimmte Vorgaben mit sich bringt. Und dann bleibt der Rasen halt grün, ne? Ich habe mal eine ganz andere Idee, vielleicht kannst du ja mal deine Meinung dazu äußern. Das habe ich auch noch nicht gehört, das habe ich mir selber mal so überlegt. Was würde eigentlich dagegen sprechen, wenn die einen auf Spider-Man machen und einen, also jetzt kein Kind, aber einen sehr, sehr jungen, Anfang 20-jährigen James Bond zeigen, der gerade erst beim MI6 anfängt und erstmal den zum 007 wird? Das wurde doch so auch noch nicht gezeigt, oder? Also es wäre doch auf jeden Fall noch ein Bereich, der noch komplett ungenutzt ist. Komplett ungenutzt ist vielleicht nicht richtig. Es ist unter der Ägide Bond nie so aufgekommen, aber man hat mehrfach versucht, Filme mit sehr jungen, Secret Kingsman in den letzten Jahren, ne? Einen sehr jungen Geheimagenten als Hauptfigur einzuführen. Ja, aber das ist ja kein Bond. Ich weiß nicht. Doch, das war kein Bond, aber man hat zumindest in dem Genre sich schon mal versucht. Und das war nicht das Einzige. Ich glaube, dass wenn man Filmfans nachts weckt und sagt, welche Filmserie sollte sich am wenigsten im Laufe der nächsten 300 Jahre verändern, tippe ich mal darauf, dass 97% sagen, Bond. Also es gibt kaum etwas, wo so starke Erwartungen und Erwartungen auch daran, das bleibt so, wie es ist, geknüpft sind, wie an die Bond-Serie. Natürlich will man sich immer wieder anpassen und hat sich vor allem in der Art der Geschichten, nach dem Ende des Kalten Kriegs zum Beispiel, nach dem Fall der Mauer, da haben sich natürlich ganze Konstellationen geändert, weil man dann immer versucht hat, so ein bisschen so die globale Situation politisch als Grundlage zu nehmen, um da drauf dann natürlich eine überhöhte Filmhandlung oder zunächst Romanhandlung, aber dann Filmhandlung draufzusetzen. Aber man hat sie nie ganz ignorieren können und das ist auch gut so. Aber die Rolle, der Charakter, ich glaube, der ist am wenigsten flexibel. Wenn man sich überlegt, dass die paar Leute, die den Bond bisher in über 50 Jahren gespielt haben, schon so differenziert gesehen werden von den Fans. Ne? Obwohl sie, ich sag mal, in 100 von 102 Kriterien identisch sind, so ungefähr. Ne? Die sind ja wirklich vom Typus her, angefangen vom Geschlecht bis hin zur Schuhgröße, immer der gleiche Typus.
Das sind ein paar Äußerlichkeiten, die sich verändern. Der eine mag den mehr mit dem Spitzenkinn, der andere mit den helleren Haaren etc. Aber letztendlich, so richtig große Experimente sind in dem Punkt noch nie gewagt worden. Und ich befürchte, oder vielleicht wünsche ich es mir auch, ich kann es nicht mal genau sagen, wird sich in dem Punkt nichts ändern. Und das wird sozusagen die Bank sein, auf die man über die nächsten Jahrzehnte noch setzen kann. Insofern würde ich da mich nie trauen, eine Prognose abzugeben, was wirklich mal auf der Leinwand landet. Worüber nachgedacht und spekuliert wird und wer alles für die Rollen schon in Frage kam, gibt es ganze Bücher drüber. Ne? Ja, ja. Aber letztendlich waren die, lass mich jetzt mal überlegen, fünf Darsteller? Was sind ja, fünf? Ich schon, ne? Das habe ich jetzt mal so aus dem Bauch. Bond. Fünf, ne? Oder sechs, ja, irgendwie so. Ne? Ja, Connery, Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, ja gut, wir kommen noch Pierce auf einen Brosnan. Mehr, richtig. Pierce Brosnan. Und das ist jetzt der sechste. Ja, und unseren sechste, richtig. Ich habe mich auch glatt noch verzählt, ohne zu zählen. So. Aber die sechs, die sich das letzte halbe Jahrhundert geteilt haben, ich finde, die haben es alle gut irgendwie gemacht. Mal der eine mehr, der andere weniger. Und selbst die, die man immer so unterschätzt hat, wenn man die Filme nochmal sieht, man entdeckt trotzdem immer noch liebenswerte und schöne Dinge da drin. Ja, und jeder so ein bisschen auf seine Art. Und wie gesagt, ich merke ja, du hältst nicht so viel von meiner Idee, aber was heißt die Idee? Es wäre kein Bond, glaube ich. Ja, ich meine ja nicht, der soll nicht in der Schule anfangen. Jede andere Idee. Warum denn nicht, wenn er direkt beim MI6 anfängt und so, dann halt zu Bond wird? Warum ist das kein Bond? Ich glaube, dass spätestens die Produzenten, nicht nur, weil die sehr traditionell denken, sondern auch, weil die sehr ökonomisch denken. Aber was haben sie denn bei Casino Royale gemacht? Da haben sie doch auch alle Bond-Elemente rausgeworfen. Also dann könntest du bei Casino Royale, der für viele der beste Bond oder auf jeden Fall der beste Daniel Craig ist, müsstest du ja auch sagen, das ist kein Bond, weil da fehlen ja alle wichtigen oder typischen Sachen, die eigentlich nie geändert werden. Ich glaube, der Wechsel zu Daniel Craig war ein besonderer. B, das, was man da weggelassen hat, man hat mehr drin gelassen, als man weggenommen hat. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Man hat viel darüber geredet, dass einiges ja, okay, aufgefrischt und weggelassen wurde, aber man hat viel, viel mehr drin gelassen. Und das, was man weggenommen hat, hat man wieder eingeführt, indem man es ironisiert hat. Möchten Sie Ihren Martini gerührt oder geschüttelt? Du kennst die Antwort. Glauben Sie, dass es mich interessiert? Natürlich war es drin, auf die ironische Art und Weise. Und wenn er in dem letzten Blick, den er in die Kamera tut, zum Schluss des Films, seine Waffe hebt und auf den Bösewicht anhält und der nur gefragt wird, wer sind Sie? Und er sagt es dann so, wie wir es kennen. Mein Name ist Bond, James Bond. Und das sind die letzten heiligen Worte in diesem Film. Dann sind alle versöhnt, die Traditionalisten in Sachen Bond sind, oder? Also insofern ist er gar nicht so anders, wie man anfangs immer befürchtet hat. Man hat ein paar Sachen auf ironisch gemacht, um zu rechtfertigen, dass der jetzt einfach auch unter dem Konkurrenzdruck von Mission Impossible Filmen steht, die in diesem Genre eine ernsthafte Konkurrenz sind. Ne? Hast du den letzten gesehen? Ja, klar, natürlich. Natürlich. Also was da abgeliefert wird, das muss Bond jetzt versuchen zu toppen. Frag mich nicht, wie das gehen soll. Sagen wir nur vom Action-Faktor her. Ja, das stimmt. Und das alles wieder mit dem Stempel Bond dazu. Und da geht die Schere so weit auf. Der Stempel Bond ist ein alter Stempel und der soll sich auch nicht viel verändern. Der soll diese Patina haben und gleichzeitig soll das Ding ultramodern auch von den Sehgewohnheiten und vom Action-Anteil und vom Thrill her sein und vom Tempo. Das ist natürlich immer eine mega Aufgabe, der man da gegenübersteht. Ich habe da einen riesen Respekt, wenn es halbwegs gut wird. Und meistens wird es mehr als halbwegs gut. Ja, also wie gesagt, ich meine ja auch nicht, dass man irgendwie, man kann ja solche Elemente auch schnell wieder reinsetzen. Man kann auch den jungen Bond Martini trinken lassen, man kann ihn schnelle Wagen fahren lassen direkt. Man kann ihn, so ähnlich wie du gerade schon selber sagtest, wie bei Kingsman, der war ja auch so ein bisschen Playboy. Was hältst du denn von der Idee, die wir bisher, glaube ich, noch in keinem Bond hatten und die deinen Vorschlag irgendwie beinhaltet? Wir erzählen ein Bond-Abenteuer, eine Bond-Story inklusive Rückblenden in seine Jugend, die aber dann aus irgendwelchen Gründen schon einen Bezug zu dem hat, was er jetzt zu erledigen hat. Sprich sozusagen
eine Ebene, eine zweite Zeitebene, auf der wir Bond in zwei verschiedenen Altersstufen, genau, ja, so nenne ich es jetzt, Altersstufen erleben. Lebensphasen. Und nicht einfach nur La Polar da reingeknüttelt, sondern eine gut geschriebene Story, die uns als Zuschauern erklärt, warum es wichtig ist, jetzt zu wissen, was Bond in seiner Jugend erlebt hat, um überhaupt zu kapieren, warum er das tut, was er jetzt tut. Und dann hätten wir zum Beispiel, dieses Element war noch in keinem Bond drin, wenn ich mich recht erinnere, größere Rückblenden, also mehr als Rückblenden, sondern vielleicht wirklich ein Film, der auf zwei Zeitebenen erzählt wird, aber so dicht zusammen verwoben ist, dass es einfach Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Wäre ein krasser Erzählbruch, dann, ne? Könnte auch witzig werden. Wäre ein krasser Erzählbruch, ne? Aber so könnte ich mir vorstellen, wie man einen jungen Bond reinbringt, ohne den alten wegzulassen. Und wie man eine Erzählweise für Bond neu entdeckt, die bisher im Bond-Franchise so noch nicht vorgekommen ist. Ja, wir spinnen jetzt hier so ein bisschen rum, ich weiß, aber... Nee, alles gut. Spinnen macht Spaß. Ich bin nur am Überlegen, zum Beispiel beim letzten Mamma Mia 2 hat das auch nicht so gut geklappt, glaube ich, mit den zwei Zeitebenen. Und ich vermute mal, der neue Film, der nächste Stirb langsam, der ja jetzt gedreht wird, der ja nur noch McLean heißt, der soll das ja auch, also der soll ja auch einen jungen McLean haben. Der wurde ja nochmal gecastet, der junge John McLean. Und es soll ja trotzdem Bruce Willis mitspielen. Und daher vermute ich mal, dass, also gerade bei McLean könnte ich mir das halt auch so vorstellen, dass sie es eventuell so umsetzen, dass McLean in alt irgendeinen Fall löst und dabei es immer Sprünge gibt, halt zurück, wie er jung war, wo sich der Fall irgendwie darauf bezieht oder sowas. Ne? Dann, das würde Sinn machen. Ja, man hat ja immer versucht, erfolgreiche Franchises, wenn die Hauptcharakter oder die Hauptfiguren in die Jahre kommen, irgendwie auf eine nächste Generation zu übertragen. Also Indiana Jones zum Beispiel. Ne? Ob der nächste, man hat sich wohl wieder entschieden, wie alt er auch noch werden mag bis dahin, Harrison Ford zu nehmen. Aber ich bin mir sicher, dass man jetzt entweder eine Brücke baut oder ganz feierlich es irgendwann mal beendet. Aber Brücken bauen ist immer das, was mehr Geld in die Kasse bringt in solchen Fällen. Ja, aber bei Indiana Jones haben sie es ja auch nicht wirklich gemacht, einen Generationswechsel. Ich weiß, bei dem einen Teil... Die wollten es aber. Ja, da war also Shia LaBeouf dabei, aber das war ja nicht... Aber der war ja nicht Indie, ne? Also es war jetzt nicht wirklich ein... Ja, also bei McLean würde man ja wirklich dann in die Vergangenheit wechseln. Und wenn das gut ankommt, könnte man dann auch ohne Bruce Willis den jungen John McLean nochmal ein Abenteuer erleben lassen, ne? Dann bleibt es aber die gleiche Figur, das meine ich damit. Ja, ich bin mir nicht sicher, dass das, ja, man kann alles gut oder schlecht machen und wie es wird, weiß ich noch nicht, aber ich habe im Augenblick keinen größeren Reiz, mich dem auszusetzen. Es kann sein, dass wenn ich sehe, am Jubeln bin, aber so als Appetizer ist der Gedanke nicht sehr wirksam bei mir. Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Muss das schon mehr liefern. Genau. Ich gehe noch mal ans Buch und Skript und schreibe noch mal ein bisschen. Das mal und überrasch uns alle. Ja, aber lass uns erstmal. Sollen wir noch mal das Thema wechseln? Ja, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Lass uns doch erstmal jetzt dann, wie gesagt, auch Bond 25, dann 2020 warten. Das dauert dann ja eh schon wieder erstmal lang genug und dann geht ja dann erst die reine, oder dann geht es ja erst richtig los mit Gerüchten etc., was denn dann im Bond 26 passiert. Und was ich auch mal ganz gerne frage und auch dich heute gerne fragen würde, das Jahr ist jetzt schon über die Hälfte rum, wir haben jetzt schon September, fast Oktober, auf was freust du dich denn noch besonders dieses Jahr im Kino? Oh, wenn ich das mal so genau sagen könnte. Mysteriösen Tierwesen vielleicht? Ja, könnte man nennen. Ne? Der nächste Teil, der hat der Trailer mir Spaß gemacht. Der sah so aus, als wenn er sehr unterhaltsam werden könnte. Und ich gehe da immer sehr unvoreingenommen ein. Ich möchte vor dem Film auch gar nicht so viel Details wissen, damit ich mir mein eigenes Bild machen kann. Aber das, was ich, den Trailer schaue ich mir dann zwar an und freue mich bei dem Film drauf, ihn dann ganz sehen zu können. Pass auf, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, worauf ich mich jetzt als nächstes so ein bisschen freue. Der kommt auch, glaube ich, schon im Oktober, wenn ich mich nicht irre. Pass auf, du musst es erraten. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Ta 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 ta. Unser guter Freund, der Hennes. Entschuldigung, nicht bei allen.
Unser guter Freund, der Hennis, der kann das in Deutsch. Ja, ich habe ihn live auf der Bühne mit den, mit Burger Queen, der Band, mit denen sie Queen-Songs gespielt haben, live gesehen. Mhm. Er ist fantastisch. Das muss man leider und ohne Neid einfach mal zugestehen. stimmt, aber auf den Film freue ich mich auch, denn das, was ich da in dem Trailer gesehen habe, bei der Ankündigung dieses Projekts habe ich auf dem einen Unterarm Frostbeulen gehabt und eine Gänsehaut und die andere, da standen mir die Haare vor Vorfreude hoch und ich wusste nicht, wird das das peinlichste Ding, was ich mir auch nur vorstellen kann, oder ist das das, was meine Queen-Fan-Seele streicheln wird? Ja. Und der Trailer sagt Zweiteres im Augenblick. Ja, mich hat der Trailer auch sehr glücklich gemacht, weil man da doch echt sehr, sehr skeptisch hätte sein können. Aber der Trailer macht Spaß. Die Charaktere oder vor allem der Hauptcharakter natürlich scheint doch passend zu sein. Gut, dass sie vielleicht doch nicht Borat genommen haben. Ich glaube, der wäre dann doch, Sacha Baron Cohen wäre da zu alt für rübergekommen. Deswegen passt natürlich der Malik super, den man ja aus iRobot zum Beispiel kennt. Also ich freue mich da mittlerweile auch so drauf, dass das für mich so eigentlich das bessere Mamma Mia 2 werden könnte. So, ich sag mal, so alte Säcke wie ich, die Queen ja nun wirklich in ihrer Jugend und gehört und sich die Alben angesehen hat und die Filme angesehen hat und in Konzerten war und. Wir haben natürlich auch immer so diesen unangenehmen hohen Anspruch, dass diese Figuren in ihrer Gestik, in ihrer Mimik, in so ganz feinen Nuancen dargestellt werden müssen. Das ist eigentlich ein Fluch, weil darauf kommt es letztendlich nicht an, ob ein Film und eine Geschichte oder eine Lebensgeschichte gut nacherzählt ist. Aber dann steht einem das auch so ein bisschen im Wege, dass man sagt, nee, also so hat der den Arm nie nach oben gereckt. Der war mehr so, ne, das kam mehr so aus der Hüfte. Nein, also ich habe bei dem, was ich bisher gesehen habe, das Gefühl, dass er all solche Firlefanz-Gedanken verscheuchen wird, weil es gut sein wird und weil der Film auch einfach von seiner Substanz, von seiner erzählerischen Substanz her viel mehr zu bieten hat. Und dass die Jungs auch nicht nur Freddy, sondern wenn man so an Freddy mal vorbei in diese Bilder guckt, der Typ, der den Brian May spielt, Namen habe ich jetzt leider auch nicht parat, ich habe mich einfach gefragt, spielt Brian May wirklich selber mit und wer hat ihm die Zeitmaschine gebaut? Also passender ging es kaum, ne? Und natürlich ist das Gesicht von Freddy, Freddy war, ne, nicht nur, man kann ihn, es wäre zu wenig, mit einer Zahnprothese und einem Oberlippenbart versuchen, ihm nachzuspielen. Aber das, was wir da in dem Trailer schon sehen, ist so, so intensiv liebevoll, dass ich mich darauf freue, Freddy in Anführungsstrichen wiederzusehen. Hast du auch dieses Brummen gerade? Gerade kurz, ja, aber alles gut. Ja, du. Also ich schließe mich da 100% bei dir an, deswegen habe ich den ja gerade auch so als einer meiner Highlights noch genannt, weil mir fehlt so ein bisschen der typische Weihnachtsfilm dieses Jahr. Star Wars ist nicht, ich weiß gar nicht, was zu Weihnachten noch läuft, außer Bumblebee. Weiß nicht, ob das so der Highlight, das Highlight wird zu Weihnachten. Und ich glaube Mary Poppins 2. Ich darf ganz kurz mal Danny Glover, Danny Glover aus Lethal Weapon zitieren. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Sorry. Also, für Bumblebee, ja. Ja, ich freue mich da nicht drauf. Also ich sage mal so, ich habe keine Erwartung, keine positive und keine negative. Ja, oder Alita, eigentlich ist es Alita Battle egal. Angel kommt auch zu Weihnachten und der Trailer sagt mir auch so gar nicht zu. Das wirkt so generisch aus dem Computer und da hilft auch kein Christoph Waltz. Bin ich auch skeptisch. Ich habe noch ein kleines, nettes Thriller Perlchen im Programm und zwar Intrigo. Eine Verfilmung eines Håkan Nesser-Romans. Håkan Nesser, einer der großen schwedischen Thriller-Autoren, also mit Stieg Larsson und Wallander. Der Wallander ist kein Autor, das war seine Rolle. Und sag schon. Ach, ich kenne mich da in weiter. Dem Bereich. Ja, sorry, ich kann ich dir nicht helfen. Da kenne ich mich nicht? Leider so gar nicht aus okay. den Büchern. Kommt gleich. Aber Håkan Nesser, wie gesagt, ein sehr eifriger und sehr guter Autor von Schweden-Krimis, um es mal ganz platt zu sagen, hat die Story geschrieben zu Intrigo und sie ist mit, und jetzt halte ich ein bisschen fest, mit Ben Kingsley verfilmt worden und mit Benno Fürmann verfilmt worden, die beiden männlichen Hauptrollen. Und man muss Hut ab sagen, Benno Fürmann
ist wirklich auf internationalem Level, so wie er hier spielt. Es gibt noch einen anderen verwirrenden, irritierenden Faktor. In einer kleinen Nebenrolle dürfen wir Veronika Ferres erleben. Es ist deutsches Geld auch in dieser Produktion drin. Sie macht das, was sie da machen soll, nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Dass ich generell bei dem Anblick oder, ne, ja, ich würde auch mit was anderem leben können, als mit dem Anblick von Veronika Ferres. Sagen wir es mal so, sie macht nichts verkehrt. Aber Ben Kingsley und Benno Fürmann in den beiden männlichen Hauptrollen liefern sich teilweise hier extrem gute Schauspielduelle. Das Ganze ist ein Thriller, in dem es um einen verschwundenen Autor geht, um falsche Verdächtigungen, um Pläne, die noch ausgeführt werden. Ich möchte nicht so viel Details verraten, denn das ist ein Film, der wirklich davon lebt, dass man drin sitzt und versucht, es zu entwirren, zu entschlüsseln, was da passiert, was noch passieren wird. Denn dieser Film ist ein tolles Puzzle. Es macht riesig Spaß, wenn man eben nicht nur möchte, dass Leute in schnellen Autos hintereinander herfahren und aufeinander schießen, sondern man versuchen will zu kapieren, was ist hier, wer spielt welche Rolle in diesem Geflecht. Und es ist sehr toll gefilmt, denn die Rahmenhandlung spielt auf einer, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es sein wird, ich sag mal Mittelmeerinsel an einem sehr entlegenen Strand, wo Ben Kingsley als Autor sich zurückgezogen hat und Benno Fürmann dorthin kommt und ihm von etwas erzählt, von einer Geschichte. Das ist die Rahmenhandlung. Die Handlung selber spielt dann wieder eher im Alpenraum, eine andere Bilderwelt im Grunde genommen, in der wir Benno Fürmann bei einem finalen Urlaub mit seiner Frau Freundin erleben. Und währenddessen entspinnt sich ein mysteriöser Fall um einen Autor. Und wir switchen so ein paar Mal zwischen diesen beiden Ebenen hin und her. Aber sie haben letztendlich dann auch wieder was miteinander zu tun. Was soll natürlich nicht verraten werden, bevor man den Film sieht. Ja, du bist der Meister der Spannung. So. Mal schauen. Also klingt gut. Ja, ich versuche jetzt hier nicht zu spoilern. Nein, verdammt nochmal. Das wäre nicht nett, wenn man bei dem Film, bei dem es auf so weit ankommt. Und übrigens, Darth Vader ist Lukes Vater. Och Mensch. Damit hätte man vor ein paar Jahrzehnten noch Leute richtig aus der Fassung bringen können. Ne? Aber die neuen Geheimnisse gilt es zu wahren. Auch da weiß wahrscheinlich gerade nicht, wann der Film startet oder startet er jetzt oder... Ich versuche es gerade mal. Da du ja immer sehr gerne in Pressevorführungen gehst, weiß man es ja nie genau, wann der startet oder ob der schon läuft. Aber ich glaube, der läuft noch nicht. Mir sagte der vom Namen auch noch nichts. Ich versuche es dir gerade zu sagen. Am 25. Oktober. Haben wir noch ein paar Tage Zeit, aber. Intrigo, Tod eines Autors. Es soll der erste Teil einer Trilogie werden, wobei ich mir das im Augenblick, also der Film ist so, wie er ist, eine vollständige Handlung. Da bleibt eigentlich erstmal nichts offen. Es kann sein, dass die nächsten Teile eine ähnliche Ausrichtung haben, aber ich glaube nicht, dass sie im direkten Zusammenhang stehen können. So wie bei den Stieg Larsson Trilogie, bei der Millennium Trilogie. Ne? Da ist es ja eine durchgehende Handlung und da erwarten wir ja jetzt auch bei dem amerikanischen Remake. Ja, okay. Ja, Teil stimmt, zwei, richtig. Ne? Ja, da muss ja alles remaked werden. Ne? Nach Verblendung wird ja jetzt, wo wir gerade bei Daniel Craig waren, der ja dort im ersten Teil des amerikanischen Remakes die männliche Hauptrolle gespielt hatte. I remember, yes. Do you remember? Ja, man hat ja geglaubt, es wäre damit zu Ende, weil es nicht so erfolgreich war, wie man es sich gewünscht hat oder auch der Stoff verdient hatte. Aber irgendwann ist er natürlich auch ausgelutscht, wenn man ihn in drei kurzen und drei langen Versionen in Europa gedreht hat, diverse DVD und Kino, Film, Fernsehauswertung hinter sich hat, ist es vielleicht nicht das Schlauste, dann direkt im Anschluss nochmal ein Remake zu drehen. Sehe ich auch so, ja. Dem aber dann leider auch alles
alles atypische dieses Settings Schweden fehlt, sondern es ist einfach nur ins amerikanische Hinterland verfrachtet. Das macht es dann nicht besonders anders. Gut, machen wir einen Strich. Was wird denn das nächste sein, was du guckst? Weißt du schon, hast du schon was auf dem Zettel, wo du als nächstes reingehen wirst? Ich guck wirklich auf den Zettel und zwar, na gut, heute und morgen ist nichts dabei. Man hat... Worauf freue ich mich denn in der nächsten Zeit? Ja, es gibt nächste Woche einen Film, auf den ich mich freue. Eine neue Verfilmung eines Frank Gosen-Romans. Frank Gosen, Kabarettist aus dem Ruhrgebiet. Einst ein Teil von Tresenlesen mit Jochen Malmsheimer zusammen. Hat ja Bücher wie Liegen lernen geschrieben, die auch recht erfolgreich verfilmt worden ist. Und die neueste Verfilmung eines seiner Bücher heißt So viel Zeit, so wie das Buch dazu. Und das wird uns nächste Woche gezeigt und auch für deutsche Verhältnisse starbesetzt, möchte man sagen. Und ich lasse mich überraschen, weil qua Geburt habe ich natürlich eine besondere Präferenz für Stoffe, die was mit Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet zu tun haben. Verständlich, ja klar, dann ist das ja schon... ein besonderer Pick in dem Moment, auf den du dich da freust. Ja, wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen flacher halten und mir wahrscheinlich dann mal den Herrn English anschauen. Mal schauen, mal gucken, ich weiß noch nicht. Aber das könnte so das Nächste sein. Gut, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Expertise und für, dass du die Sendung heute ein bisschen mit bereichert hast. Und ich glaube, ich habe heute mehr gestammelt als sonst, aber man möge es mir verzeihen. Es liegen harte Tage hinter mir, aber solange man halbwegs meine Worte verstanden hat, bedanke ich mich dafür, dass ich dabei sein durfte und fürs Zuhören und wünsche natürlich allen viel Spaß in den Filmen der eigenen Wahl und freue mich darauf, wenn wir diesen lustigen Reigen To be continued, auch von meiner Seite aus. Viel Spaß in den nächsten Wochen in den Filmen. Wir hören uns dann im Oktober wieder. Und vielen Dank, Peter. Und ja, bis demnächst. Mach's gut. Eigentlich ist The Nun auf Deutsch die Nonne Conjuring minus 1. Also das Prequel, sprich die Vorgeschichte zu den beiden Conjuring-Teilen, in denen eine Nonne eine entscheidend schaurige Rolle spielt. Diesmal steht sie im Mittelpunkt des Geschehens, denn ihr junges Leben endet jäh, als sie sich in einem abgeschiedenen Kloster das Leben nimmt. Der Vatikan schickt zwei interne Ermittler, um die genaueren Umstände zu klären. Gemeinsam sollen sie das sündhafte Geheimnis der Klostergemeinschaft aufdecken. Soweit der dünne Handlungsfaden, an dem die Szenen, bei denen wir aus dem Kinosessel hopsen, aufgereiht sind, wie auf einer Perlenschnur. Genauso zweidimensional ist der gesamte Film. Und wie im Gänsehaut-Genre üblich, gibt es auch hier klar definierte Regeln, nach denen das Böse sich in unser Leben mischt. Womit wir bei den drei Stadien dämonischer Aktivitäten wären. Die da wären? Heimsuchung, Niederwerfung, Besessenheit. Also die Heimsuchung, das ist das Flüstern, die Schritte, das Spüren einer anderen Präsenz. Was schließlich zur Niederwerfung führt. Dabei wird das Opfer, für gewöhnlich ist es eine Person, die psychisch anfällig ist, gezielt von einer äußeren Macht angegriffen. Sie unterwirft das Opfer, unterdrückt seinen Willen. Befindet es sich dann in diesem geschwächten Zustand, führt das zum dritten und letzten Stadium, Besessenheit. Aber auch ohne ein Grundstudium der Dämonologie ahnt man, wann das Böse um die Ecke kommt. Denn zum Glück gibt es untrügerische Zeichen dafür, dass gleich was passiert. Und nichts Gutes. Wer ist da? Ansonsten hat man das Geld, das man bei den Beleuchtungskosten gespart hat, in Staccato-Geiger investiert, die hier Überstunden machen. Überhaupt hat man auf die bewährten Mittel zurückgegriffen. Und das Erschrecken des Publikums einer sich aufbauenden Gruselatmosphäre vorgezogen. Das heißt aber nicht, dass man von zentimeterhoher Gänsehaut verschont bliebe. The Nun ist nun wahrlich keine cineastische Feinkost, aber darum geht es auch nicht, denn hier zählt nur die Wirkung. Und die ist definitiv spürbar. Weshalb man mit seiner herzkranken Schwiegermutter, wenn man sie mag, besser in einen anderen Film gehen sollte.